Moment zusammen und willkommen zurück zu Gothic 1 Let's Play. Wir sind im Schläfertempel aktuell unterwegs. Ich muss mal kurz gucken, welcher Safe der richtige ist. Der da. Haben vorige Folge den vierten. Wo liegt er denn? Da. Den vierten untoten Priester erledigt. Mal gucken, wie viele es davon noch gibt, aber... Wobei, nee, fünf gibt's ja, stimmt. Hat ihre fünf Herzen entrissen. Und haben dieses sonderbare Schwert gefunden. Uralte Runen, Xalas kann sie vielleicht entziffern. Keine Ahnung, was wir damit sollen. Wir sind ja schon fast beim Schläfer. Ja, schon vier Priester weg. Aber machen wir jetzt auch hier Feierabend hier mit dem restlichen Bims. So, jetzt habe ich nur ein Problem. Ich bin hier drin. Und wenn ich hier raus will, dann... Hä? 100% spießt er mich jetzt auf. Oh, oder doch nicht. Ey, ich habe mich jetzt so halb erschrocken. So. Nach wie vor etwas heiser. Also... Tatsache ist das tagesformabhängig. Also wenn ich aufstehe... Krieg die ersten paar Stunden nicht reden. Wirklich gar nicht. Da kommen bei mir nur quietschige kleine Piepstöne raus. Hm. Und wenn ich dann erstmal so den zweiten Liter Tee gesoffen habe, dann geht's. Aber es ist anstrengend, deswegen wollen wir nicht zu viel Unfug erzählen. Immer gucken, wie lange die Erkältungswelle anhält. Bin ja schon bei 2 Stacks. Na, also eine habe ich hinter mir, bei der zweiten bin ich. Vielleicht kriege ich ja noch Corona, dann mache ich es Triple. Und, Winter halt, ne? Beziehungsweise wir sind noch im Herbst. Winter ist ja noch gar nicht. Winteranfang ist, glaube ich, Dezember, ne? So, aber das tut ja jetzt gerade auch nichts zur Sache. Wir haben jetzt hier die letzten zwei Nebengänge auskundschaftet. Und jetzt muss ich nochmal gucken, wo wir jetzt eigentlich lang müssen. Hier nicht. Das war, glaube ich, da vorne. Wo es dann wahrscheinlich weitergeht. Genau, das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. So, hier haben wir auch schon so einen Templer umgeholzt. Und dann bin ich halt von dem Ding abgelenkt worden und wollte das erst finden. So, und hier waren, glaube ich, aber auch Templer und Orks, ne? Vorne sehe ich sie doch. Warte. Hoppala! So haben wir nicht gerettet, du, mein Freund. Da habe ich mal kurz in mein Inventar gelünzt und du nimmst dir recht, das Recht heraus, mir eine zu ballern. Unglaublich. Also, das gibt eine schlechte Google-Bewertung, das sage ich dir. Ein Stern ist noch zu viel. Wenn ich könnte, würde ich 0 verteilen. Kann man hier auch noch irgendwas holen? Hier sind auch so viele Vasen. Nichts? Doch, eine Spruchrolle. Die brauche ich jetzt. Ja, Heilungsspruchrolle. Ich könnte mir nichts Besseres zu diesem Zeitpunkt vorstellen. So. Ihr wollt nicht? Irgendwer hat seine Waffe gezogen. Ich habe es genau gehört. Vielleicht kann ich ihn ja mit der Armbrust abballern. Warte mal. Nice. So, aber da war noch was. Da! Hast du meine Pirouette gesehen? Hat sie dir gefallen? Sie war umwerfend. Mach der Scheiße. Da hat sie ihn glatt aus den Latschen geklappt. So schlecht war der Witz. So, und hier haben wir, das sind Sachen. Geschicklichkeit Geistes, Trollfaust, die habe ich schon. Leben, hurra. Tränke, Geschick, Leben, Mana. Wofür haben wir eigentlich das ganze Spiel über geskillt, wenn wir hier zugeschissen werden mit irgendwelchen permanenten Tränken? Heieieieiei.
Ist gar nicht wohl mit den Lernpunkten später. Ich glaube, ich sollte, wenn ich noch einen Geschicktrank trinke, finde, den nicht trinken, dann kann ich wenigstens noch ein paar Lernpunkte da reinfeuern, bevor sie komplett liegen bleiben. So haben wir nicht gewettet, Dämon. So haben wir nicht gewettet. Dich habe ich auch gehört. Ja, Hier ist nix. Hier ist nix. Ist aber eine schöne große Halle, du. Mensch. Hier so ein paar Lounges rein. So ganz entspannt eine Cocktailbar. Etwas. Feuer im Schläfertempel. Kriegerstimme. Moment, ich wurde gerade ein bisschen. Ach, die Ding. Das Ding. Feuer im Schläfertempel. Schläfertempel. Bis der Schläfer aufwacht. Hä? Da ist noch einer. Ui. Guck mal da vorne. Seht ihr die Hörnchen? Das ist schon krank. Wenn wir mal gleich mal speichern. Ach ja, den muss ich ja noch abstechen. Da war ja was. Sonst kommt er uns gleich hinterher gesprintet und will uns eine pfeffern. So eine dicke Nackenschelle. Oh, also Ambiente haben sie. Die Teile. Keine Frage. Oha! Kommt hier jetzt Xardas Turm 2.0? Heftig. Das ist jetzt Zeit. Weißt du was? Weißt du, was ihr mir gegönnt habt? Das passt gerade zum Wetter und zum Tee trinken. Ich krieg sie nicht auseinander. Ich hab's gleich. Musst du hier. Niemand darf nur meines Meisters stören. Irrtum. Dein Schläfer wird schon bald hellwach sein. So. Oder geht wieder. Ja, dann kann ich es ja sagen. Eine Frischeiwaffel mit Schokofüllung. Leider ist eine durch. Also ein so ein Loch ist durch. Da ist die Schokolade wahrscheinlich in der Maschine durchgelaufen. Ja, wenn er nicht mit mir dingensen will, kann ich noch mit dem reden? Nein? Komm, lächel mal für die Kamera. Er tut ja immer lächeln. Aber Zahnseide, die sollst du mal benutzen. Siehst du was zwischen den Zähnen? Das ist nicht gut, du. So. Dann klopfen wir dich mal weg. 300 Leben, das hat ja nicht. Verdammt. Ich bewirke nicht den geringsten Schaden. Ich brauche eine andere. Hä? Nun wirst du sterben. Nichts wie weg hier. Warum? Hä? Hey! Warte mal. Der trifft mich ja immer. Mein Leben. Oh, mein Leben. Der hat nur 300 Leben. Warum mache ich dem keinen Schaden? Muss ich Fernkampf nehmen? Probieren wir nochmal. Oder Magie? Warte mal, probieren wir mal Magie. Was habe ich denn hier? Untote vernichten. Das müsste doch klappen. Wobei, ist ein bisschen heftig, ne? 999. Ja, mal schauen. Oh, wo ist er? Da vorne. Jetzt kriegst du einen fetten Zauber ins Gesicht. Ich kann ihn nicht als... Hä? Der zählt nicht als Untoter. Dann brauche ich was anderes. Feuersturm macht nicht genug Schaden. Feuerregen auch nicht. Ich probiere es trotzdem mal mit... Habe ich irgendwie einen... Orkdog. Licht, Schlaf, Skelette beschwören. Holen wir mal so ein... 6, 5, das brauche ich jetzt nicht. Holen wir mal so ein paar Skelette. Damit die den so ein bisschen ablenken und dann gucke ich mal, ob ich so meine Feuerbälle kaputt kriege. So, wo war der denn nochmal? 8. So, wir fangen mit dem Feuersturm an. Leute! Macht keinen Schaden. Meint ihr, die schaffen das?
Warte mal, ich will den anderen ins Tage kriegen. Komm schon. Es gibt's hier. Da war er. Nö, die machen gar keinen Schaden. Was habe ich noch? Aber keine Eiszauber zum Ausprobieren. Oder mit dem Knüppel? Nee. Den anderen haben wir ja auch Schaden gemacht mit dem Rachestahl, Zornstahl. Und wenn ich den mit Ulumulu nehme? Stört ihn auf jeden Fall schon mal nicht, wenn ich damit neben ihm stehe. Das ist gut. Vielleicht Fäuste? Auch nicht. Armbrust? Treffe ich ihn nicht? Ne, ich mache einfach... Oh, oh, 299? Ah, nee, das Skelett. Ja gut, da muss ich Xardas fragen. Oh, dann müssen wir jetzt hier durch den ganzen Tempel wieder raus. Ich habe aber keine Lust hier, die ganze Zeit Sprint-Taste zu drücken. Warte mal. Dann nehmen wir den da. Okay, das hat nicht geklappt. Jetzt. Nicht Telekinese, ich hätte gern Licht. So. Ja dann, schnappt euch eine Waffel und auf geht's. Wo kommt der denn her? Ich verprügel dich mit meinem Ulumulu. Du Sack. Noch wer? Entschuldigung. Ich wollte jetzt nicht ins Mikrofon schmatzen. Kann man mal ein bisschen runter hier. Ja. Tee und Waffeln. Perfekt. Kaffee wäre noch besser. Das ist aber alle. Ist ja noch auf einmal ein Minecrawler, Mensch. Wo bist du denn her? Habe ich die vergessen? Hoher Tempelwächter. Den interessiert auch mein Ulumulu nicht. Aber dann nehmen wir eine richtige Waffe. Vielleicht kann man Xardas ja irgendeinen Zauber oder so geben. Damit ich die kaputt machen kann. Moin. Auf einmal haben sie 400 XP. So. Runter. Hier faucht's schon wieder. Da vorne sind Orks. Hey, wo sind die denn alle her? Sind aus ihren Löchern gekrochen. Sind die Nachtschicht? Oder so. Na toll. So. Jetzt gibt's was auf die Mütze. Also, Beschwörungszauber hat nicht funktioniert, Fernkampf hat nicht funktioniert, Nahkampf hat nicht funktioniert. Eiszauber konnte ich nicht ausprobieren, davon hatte ich keine. Muss man einen Trank saufen. Also ein Skelett, das passt schon. Der macht nicht so viel Schaden. Hallo. Lassen Sie mich durch. Dankeschön. Sind die denn auf einmal alle her? Es gab ja keinen Nebenstollen oder sowas. Na, aus dem Nix gekommen oder was? Aus der Erzadern gespawnt hier von der Decke. So. Dann können wir jetzt hier wieder raus. Oh,
Und ab dafür. Jetzt ist blöde Witze an, wie kommen wir denn wieder rein? Ich meine, die hatten nur eine Rolle. Ich habe zumindest nur eine Rolle gefunden bei denen in den Kisten. Wie wir uns hier rein teleportieren. Im schlimmsten Fall müssen wir die alle wegholzen. Ne? Oder die haben vielleicht eine neue Zauberrolle. Das wäre auch cool. So. Also. Wir müssen mal zu Xardas. 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 Da. Also Xardas. Ah ja, ich muss ja hier noch ganz oben. Da war ja was. Kannst du später noch weiterlesen. Ich habe einen Weg in den unterirdischen Tempel gefunden. Bemerkenswert. Du bist sehr stark geworden. Stärker als jeder andere innerhalb der Barriere. Vielleicht bist du doch derjenige, von dem die alten orkischen Prophezeiungen sprechen. Hä? Prophezeiungen? Welche Prophezeiungen? Uralte orkische Schriften aus der Zeit, kurz nach der Versiegelung des unterirdischen Tempels, sprechen von einem heiligen Feind. Ein heiliger Feind? Einer, der kommen wird, um den Schläfer für immer aus unserer Welt zu verbannen. Ich soll der Gegenstand einer uralten Prophezeiung sein? Du musst dich irren. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Warum denn verbannen? Kann man den nicht töten? Ich habe dieses seltsame Schwert hier gefunden. Zeig mal her. Oha. Vorsichtig, deine Finger! Das Rattenschaf, ich habe mich neulich auch erst geschnitten. Das ist jetzt gerade erst fast verheilt. Hier, der Finger war's. Hier steht Uriziel. Ich habe schon von diesem Schwert gehört. Es ist eine Waffe aus alten Tagen, als die Menschheit noch jung war. Die Waffe ist aus einem völlig unbekannten Material geschmiedet. Auch über den Erschaffer steht nichts geschrieben. Angeblich soll diese Klinge unglaubliche Kräfte besessen haben. Aber ich kann keinerlei magische Aura feststellen. Uriziel besaß unglaubliche Kräfte? Es steht geschrieben, dass der Träger dieser Waffe die stärksten Panzerungen durchbohren und die mächtigsten Schutzzauber überwinden kann. Wie konnte diese mächtige Waffe in den Besitz der Orks gelangen? Es heißt, dass die Orks dieses Schwert damals einem mächtigen Feldherren der Menschen geraubt hatten. Sie konnten es zwar nicht benutzen, aber sie konnten es gut verstecken. Nicht gut genug. Okay. Kann man die damaligen Kräfte der Waffe wiederherstellen? Dafür würdest du eine sehr starke magische Energiequelle benötigen. In etwa so stark, dass man die magische Barriere damit sprengen könnte? In etwa. Außerdem wirst du eine sehr spezielle Zauberformel benötigen, die den Energietransfer vollbringen kann. Gib mir ein wenig Zeit und ich kann dir die magische Formel herstellen. Oh, eine bessere Rüstung? Oh. Ich werde mich in der Zwischenzeit nach einer besseren Rüstung umsehen. Die paar zusammengeflickten Minecrawler-Platten haben im unterirdischen Tempel einfach zu viel Liebe durchgelassen. Du solltest meinen alten Turm aufsuchen. Deinen alten Turm? Er versank bei einem dieser Beben in einem See im Osten. Die Turmspitzen ragen noch immer aus dem Wasser heraus. Dort lagern noch einige Artefakte. Ich hatte mir nie die Mühe gemacht, sie zu bergen. Wie gelange ich hinein? Ich war nach dem Beben nicht mehr dort. Du musst also selbst einen Weg hineinfinden. Aber nimm diesen Schlüssel. Er öffnet eine Truhe, in der ich besonders seltene Artefakte aufbewahrte. Ich suche magisches Wissen. Genau. Wir wollen... Warte mal, ich will hier hin. Wir wollen... 24 mal Skelett beschwören. Golem, Dämon. Dämon. Also vom... Kosten-Nutzen-Faktor hätte ich gesagt, ist das hier die beste. Aber was ist das da? Armee der Finsternis. Die hört sich krank an. 5000, oh, die kriegen wir locker zusammen. Wir haben so viel Scheiß. Kaufen wir erstmal den ganzen Müll.
erst den ganzen Müll. Aber nicht den Schabernack. Den nicht. Ich muss niesen. Ich halte es zurück. Oh, 8000. Krass, ja, dann nehme ich noch die hier. Jetzt ein bisschen zu viel. Aber warte mal, ich schmetter mal alles rein, was schlecht ist. Trollfaust habe ich eine über und dann gucke ich mal, wie viel ich von Xardas dafür bekomme. Ein Differenz. Ey, das ist ja fast wie auf der Waage. Mensch. Was verkaufen wir dir denn noch? Wie wär's mit... einen Flammendorn. Nice. Jetzt haben wir zwar Spruchrollen, die ich wahrscheinlich niemals wieder... Oh, 44 Skelette beschwören. Wahrscheinlich niemals wieder benutzen werden, aber... Ach ja, wir müssen runter. Aber wir haben eine ganze Menge Müll verkauft. Das reicht aber noch nicht. Sorry, Jordian. Sei gegrüßt. Moin. Zeig mir mal, was du Zeig hast. Zeig mir deine Ware. Der hat ja noch eine Menge Tränke, ne? So, was kann ich denn noch verkaufen? Den finde ich hässlich. Das brauche ich noch. Das will ich nicht. Die will ich behalten. Nö, also... Ja, ist okay. Der kann weg. Den brauche ich jetzt auch nicht mehr. Pfeile, die können alle weg. So. Pyrokinese brauche ich nicht. Feuersturm brauche ich nicht. Blitz brauche ich nicht. Ich werde keine Magie mehr lernen. So. Was brauchen wir denn noch? Läuterung brauche ich nicht. Feuer brauche ich nicht. Herzhaut brauche ich nicht. Ich habe was Besseres. Botenamulett kann man vielleicht ja noch gebrauchen. Minecrawler, ja. Ja, vielleicht, wenn man Frühstück machen möchte. So, die Bücher alle weg. Warte mal, das nicht. Iberians Karte kann weg. Ist überhaupt was wert? Wow. Ganze 8 Erz. Naja, besser als nichts. Saturas Karte ist auch was wert. Das ist schön. Das kann doch hier der ganze Schmuh weg. Wurzelsuppe säuft kein Mensch. Jetzt haben wir nur die guten Sachen noch. Nur die guten. So, 9000. Kriegst du das zusammen, Riordian? Schauen wir mal. Er kriegt 4000 zusammen. Dann nehmen wir mal die teuren Sachen hier raus. Das noch weg, das noch weg, das noch weg. 200 müssen noch weg. So, jetzt muss ich nur noch eine Kleinigkeit aufwiegen. So, perfekt. Klasse. So, also ich habe 91 geschickt. Dann kann ich ja bei Lia noch auf 100 gehen. Dann kann ich ja nichts mehr lernen. Dann bin ich durch. Dann gibt es nichts mehr zu lernen. Also, Lee. Hi. Das da. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir helfen, stärker und geschickter zu werden. Sehr schön. Geschick bitte. 92, 93, 94, 95. Und 100. Ne? Ja. Sehr gut. So. Der schnellste Weg zu dem Dingens, zu dem... Warte mal, ich mach mal kurz was weg hier. So, Licht kommt auf die 4. Dann Dämonen und dann Sumpf. Der schnellste Weg zum umgekippten Turm ist über den Sumpf. Denn von hier können wir... Ich habe doch noch hier so ein... Genau. Können wir den Berg hochlaufen, aber bevor ich da hochlaufe... Das ist über die Bergfeste nämlich. Bevor ich da hochlaufe, will ich einmal kurz zu dem Händler hier vorne, weil ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube aber, der hat noch einen schönen Ring. Ich meine es. Er ist nicht da. Ich gehe im Pen. Ja, ich gehe im Pen. Schlafen wir bis mittags. Lass mich mal kurz hier rein. Ja? Warte mal, war nicht das der Guru, den ich gesucht habe? Ich weiß es nicht. So. Kada. Baal Kada. Tauschen. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Genau. Und zwar
Da ist er. Der zweite Ring der Unbesiegbarkeit ist es nämlich. Den möchte ich. Und du kriegst von mir gleich. Ich muss noch was raussuchen, ja? Ein Eispfeil, noch ein Eispfeil, ein Eispfeil und ein Eispfeil. Hört sich das nicht gut an? 4 Runen Eispfeil. Nice, ne? So. Ne, hier. Jetzt können wir nämlich den Erzhautring gegen den Unbesiegbarkeitsring austauschen. Jetzt haben wir hier richtig kranke Ringe. Gut. Dann mal hoch. Zur Richtung Bergfeste. Und anschließend zurück zu Xardas. Anschließend zurück zu. Zurück, ja. In Xardas versunkenen Turm. So nämlich. Meine Herren, das wird jetzt lange dauern. Aber wenn wir so haben, können wir sie auch benutzen. Ich habe den Scavenger da gerade gesehen. Falls jetzt einer sagt, du hast einen Scavenger übersehen. Der ist nicht mehr wichtig. Den da treten wir noch aus dem Leben. Einfach nur gut, ey. Kommt da einer vorbei und klatsch. Weggeschallert. Shoot. Shoot, 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 shoot. Die waren sehr einladend. Tut mir leid. Wirklich sehr einladend. Wir müssten eigentlich, glaube ich, gleich schon da sein, denn hier ist ja der Weg zur Bergfeste, da und da längs geht's zum alten Kastell, wo wir Urshak getroffen haben, und von der Brücke können wir hoffentlich runterspringen in den Teich. Gucken wir mal. Oh, wir können sogar von hier runterspringen, oder? Ja. Kapal, war ein Bauchplatscher. Gut, dass die Rüstung in der Bauchgegend gut gepanzert ist. Sonst hätte es jetzt gebrannt. So eine richtig rote Wampe hätte der dann gehabt. So. Ja, rein ist ja leicht. Hier. Aber wo geht's denn weiter? Oh, geht's hier runter? Ui, ist das dunkel. Da geht's lang. Da. Oh. Und besser durchleuchtet als im Schläfertempel manchmal. So, bevor wir uns jetzt hier irgendwo in irgendwelche Fallen locken lassen, ne? Man weiß ja nicht. Ach, hier sind ja nur Skelette. Die können ja nix. Ups. So, da ist noch ein Magier. Was ist los, Jungs? Seid ihr aus der Puste? Zombies, ui! Muss das so laut sein? Na gut, aber nichts schlägt Outlast. Hast du es jetzt? Nein? Ist nicht schlimm. 4-mal Skelette beschwören haben wir jetzt noch. Zombies. Haben wir irgendwo schon mal Zombies getroffen? Nein, oder? Geben auch nicht viel Erfahrung, die Typen. War laut. Meine Herren. Oh, die machen aber Schaden. Könnten auch in der Metalband anfangen.
Antike Erzrüstung, grobes Schwert. Oh, das grobe Schwert will ich mir aber angucken, du. Ui. Antike Erzrüstung. Diese uralte Rüstung wurde vollständig aus magischen gefertigt. Hat 15 mehr Schutz als unsere. Und ist doppelt so wert. Alter Schwede. Jetzt, warte. So. Start. Endgame. Start. Endgame. Man ist einfach doppelt so fett. So, verwitterte Axt, grobes Schwert, Erzbrocken, Feuerfall. Alles klar. Dann schauen wir mal. Hier war noch ein anderer Gang. Vielleicht finden wir hier noch was Schönes. Moin Jungs, ich hab was für euch. Einen schönen Schornstahl. Ey, da ist einer oben drin. Los. Lauf. 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 Oh, schade. Ich dachte, der rennt im Kreis. Bam. Richtig schön. Wo hat er denn damals hier studiert? So, Feuerfall, Elixier, Erzbrockenfall. Mhm. Erzbrocken, Feuerfall, Elixier, magisch, bla bla. So, jetzt habe ich noch gefunden. Eine verwitterte Axt, grobes Schwert und hast du nicht gesehen. Im Gesamten haben wir jetzt einen Rachestahl bekommen. Nee, warte mal, hä? Was ist das hier? Teleport zu den Feuermagiern. Ja, aber was soll ich da? Ja gut, wir müssen noch ein bisschen Zeit vertrödeln. Hätte ich jetzt gesagt, ein bisschen Zeit vertreiben. Gucken wir doch mal bei den Feuermagiern vorbei. Komm, es hat hier alle töten lassen. Oh, ich wäre schon 32. Ja, dann gehen wir nächste Folge zu den Feuermagiern. Vielen Dank fürs Zuschauen, hauen Sie rein und hoffentlich auch bis zum nächsten Mal, denn viel ist nicht mehr zu sehen.